Kapitel 2, es wird spuren. Wahrscheinlich ist sie schon mal vorgelaufen, weil sie dringend zu, wo auch immer hin muss und uns einfach zurückgelassen hat, die Schlampe. Ah, hier sind eine Menge Stöcker, die können wir mitgehen lassen. My plane. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Dumbido. Dodo. So, liegt hier noch irgendwas rum? Fußspuren, Leiche. Der Koffer lag ja interessanterweise bei uns. Guck mal, was haben wir hier? Ein. Natürlich Chips Trockenfleisch. Perfekt, kann man mitnehmen. Orangenlimo. Auch nicht schlecht. Altholz, ist auch nicht schlecht. Hier ist noch eine Kiste. Mal schauen, was da so drin ist, was wir so finden. Daunenweste. Wollsocken. Stoff. Altholz. Noch mehr Stöcke. Vermutlich da oben irgendwo den Wald hoch, weil hier hinten nicht weiterzugehen. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Oh, guck mal, Stofffetzen. She definitely passed through here. Need in a hurry. Sprinten, renne um dein Leben. Mit deinem schweren Rucksack durch den Schnee zu stapfen ist beschwerlicher. Manchmal muss man einfach rennen. Sprinte, um Tiere auszuweichen, dünnes Eis zu umgehen oder schneller zu einem Unterschlupf zu gelangen. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als Gehen verbraucht. Deine Sprintausdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Es dauert eine Weile, bis deine Sprintdauer wiederhergestellt ist und nutze sie weise. So können wir sprinten. Viel Zeug, wie wir im Inventar haben, kann ich wahrscheinlich bald einfach nur noch stehen oder so. Mal schauen, was denn das da findet. Warum sind sich die Berge da so ein bisschen lila eingefärbt an so ein paar Stellen? Unterkühlungsrisiko, ich weiß. I cannot do much. That didn't work. Oh Gott. 0,1 Liter verbrauchen wir. Ach mehr, schau, Stoffwechsel. Da ist ein Hasi. Und ganz viele Hasis. Wer gut zielt. Leidet nie Hunger. Wirf einen Stein nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus, triff den Kaninchen und schnappe es dir dann, solange es betäubt ist. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Und da ist ein Stein. Sind die Hände weiß, weil wegen Handschuhen oder wegen Texturfehler oder weil da eingefroren sind? Ich kann nicht gut sehen, also werde ich wahrscheinlich sterben.
Wo ist der Hase hin? Wie soll man denn da treffen, Alter? Tagebuch. Durchsuchen Sie den Bereich um die Abstoßstelle herum und darüber hinaus. Ich habe noch ein bisschen was zu essen. Must be a way to get up there. Klettern. Wie viel Gewicht tragen wir eigentlich wieder bei uns rum? Kann man das irgendwie sehen? Nope. Oder dass es kalt ist. Da sind Krähen. Ich habe keine menschliche Leiche. Nein, ein Hirsch. Man weiß nicht, wofür man es gebrauchen kann. Upsala. Da habe ich gerade den Popschutz verschoben. Da haben wir ja noch ein bisschen was von. Auch mal besser noch. Krieche unter Gegenständen hier durch, das hatten wir schon. Das war dieser Knopf hier. Ich nehme schon seit über einer Stunde auf und es ist immer noch gefühlt Tutorial so ein bisschen. Aber eigentlich ganz praktisch verpackt. Es ist nicht so nervig, dass du erstmal so alles auf einen Schlag ist, sondern wirklich so ein bisschen auseinandergezerrt. Das ist halt schon cool. Es ist besser integriert in die allgemeine Story als das, was ich von anderen Spielen kenne. Nö, vielleicht ist sie da ja reingelaufen. Achso, doch einfach nur so zum Betreten, okay. Licht, jede Lichtquelle hat Vor- und Nachteile. Möglicherweise musst du deine Lichtquelle improvisieren, um in der Dunkelheit sehen zu können. Stelle Fackeln aus verfügbaren Materialien her. Signalleuchten dienen als einmalige Lichtquelle. Laternen halten länger, verbrauchen aber Öl. In der Dunkelheit lauern Gefahren. Außerdem kannst du ohne Licht nichts herstellen, deine Ausrüstung nicht reparieren und auch andere Aktionen nicht durchführen. Ist das ein Steinhaufen? Ah, aus und halte ich und speichert Fortschritt, okay. Too cold to think. Es geht ein bisschen die Materialien aus. Das ist doof. Bitte nicht ausgehen, ich habe nur eine Zeitung. Weil drin ist ja windgeschützt, dachte ich. Nicht viel Licht, aber immerhin ein bisschen. Okay. Ich find's cool, wie das Feuer so langsam das Streichholz runterwackelt und er das dann weglegt, kurz bevor seine Finger verbrennt. Eine Fackel. Could end up being useful. Sehr praktisch, ja.
Stock, den nehmen wir auch mal mit. So, hält wahrscheinlich aber auch nicht ewig, die Fackel. Oh, guck mal, hier war sie wahrscheinlich. Astrid Rucksacks. This will keep the lamp burning. Man sollte ihre Sachen hier zurücklassen. Lesen. Im Sturm verirrt. Ich bin mit den anderen aufgebrochen. Der Sturm wurde so schlimm, dass ich nicht schnell genug hinterherkam. Einige sind umgekehrt, um das Ende des Sturms in der alten Kirche abzuwarten. Ich bin weitergelaufen, aber anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Am Morgen gehe ich zurück und schaue, ob ich ihre Spuren finden kann. Der Brief ist unterzeichnet mit Alice. Niemand anderes. I can always use more food. Gut, das Versagen eines anderen war besser für mich gewesen. Hier ist mir schon mal ein Lagerfeuer, da muss ich nicht selbst eins machen. Ich hoffe, wir sind keine Wölfe oder sowas, indem ich einfach gleich zerfetzen. Wäre ein bisschen sehr unpraktisch. Oder hier so ein Muschi-Klaus aus der Forest oder so, der plötzlich einmal kurz vorbeikommt. Wäre auch nicht so praktisch. Was, nein, warum wirfst du die weg? Nimm sie mit. Ah, so kann man sie löschen, okay. Ich wollte sie eigentlich löschen und dann wirft er die halt einfach weg, das war halt auch doof. Ach so, okay. Entweder klickst du oder läufst einfach in den Loading Screen rein. Ist okay. Hab verstanden. Hier hätten sie wieder Krähen. Ist da, wo wir reingekommen sind? Astrid, where did you go? Unbedingt zu vermeiden. Wölfe sind keine Hunde und hier draußen extrem gefährlich. Normalerweise meiden sie Menschen, aber darauf solltest du dich nicht ankommen lassen. Wie die meisten Dinge in der Natur haben Wölfe Angst vor Feuer. Lagerfeuer, Fackeln oder Signalleuchten können sie fernhalten, besonders wenn du sie nach ihnen wirfst. Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. Am besten gehst du ihnen einfach weiträumig aus dem Weg. Vergiss nicht, Blut und rohes Fleisch locken sie an. Alles mitnehmen, was ich hier finden kann. Alles mitnehmen. So. Du bist eins mit der langen Dunkelheit geworden. Oh! Das ist schlecht. Muss ich vielleicht in der Höhle erstmal aufwärmen. Na wirklich viel Licht macht die Fackel ja nicht mehr. Das war ja doch irgendwo, ich sehe nichts. So, ah, da, Lagerfeuer. Ich habe keinen Zunder. Esse ich halt diese Pfirsiche, besser als nichts. Wahrscheinlich die Riegel. Ein Tropfenfleisch, naja, besser als nichts halt, ne?
muss ich mich irgendwie hier im Dunkeln durch diese Höhle manövrieren. Das wird lustig. Weil warte, ich kann doch einfach hier mit den Streichhölzern auf Doom hier die Höhle erleuchten, wie ich will, als wie jetzt wäre es helllichter Tag. Ich habe so kein Zunder mehr, das ist schlecht. Das ist schlecht. Kein Zunder ist schlecht. Aber eigentlich reicht das aber mit Streichholz vielleicht ein bisschen Feuer an, also ein bisschen Holz anzuzünden oder Orsches Holz oder so, I don't know. Sollte das nicht auch funktionieren? Lass dich beim Essen stören, kleiner Freund, lass dich nicht stören. So cold. Just want to lay down for a bit. Das ist für keine gute Idee, das ist nämlich kein Feuer. Verkacke ich jetzt? Warte, da vorne ist ein Schild. Wieso ist da vorne ein Schild? A road. Great. I'm not as lost as I thought. Okay. Hier finde ich in den Autos ja was. Das wäre nämlich praktisch. Da ist nichts drin. Fahrzeuge, suche Unterschlupf. Autos können als Unterschlupf dienen und dich vor Wind und Raubtieren schützen. Vielleicht findest du sogar Vorräte im Handschuhfach oder Kofferraum. Fick dich! Hey, raus hier, ja. Thank goodness. Also Wölfen groß bei mich aus dem Weg gehen. Was? Uncool. Nicht die Regel. Und das Trockenobst. Ach, Kacke aber auch. Nochmal der Hinweis mit den Wölfen. Ja, I got it. Goddamn freezing. Ja, sorry, ich will dir nicht an dein Futter. Und dir noch viel Spaß damit.
Ich muss halt rohes Fleisch die anlocken, ey. Ich brauch das. Ich brauch auch was zu essen, Mann. Eine Straße. Ich will nicht so lassen, wie ich dachte. A road. Great. I'm not as lost as I thought. Und ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Okay, cool. So, war halt ohne die Dings eben ziemlich schwierig. Was hier noch so Schönes finden? Nichts. Das sind Autos hier. Okay, der ist zu. Der ist auch zu. Was war denn da? Trockenfleisch, das nehme ich mit. Das ist auch gut. Okay, Wolfi hat sich wieder beruhigt. Oh, was haben wir denn da? Das war jetzt gar nicht gebrauchen, da komme ich von hier nicht dran. Hope nobody needs this anymore. Das ist leer, da ist noch ein bisschen Stoff. Stoff. Voll auf Droge hier. Okay, der Wolf ist immer noch weg. Warum sind die ganzen Autos hier eigentlich so verlassen auf der Brücke rum? Das ist halt schon ein bisschen, weiß ich nicht, Tschernobyl 2.0 oder was hier passiert. Handschuhe. That'll come in handy. Ich habe auf die Rücksitze von den anderen gar nicht geschaut, von den anderen Autos. Ah, kacke, da ist der Wolf. Ich habe echt gerade keinen Plan, wo der auch Wolf ist, und das beunruhigt mich ein wenig. Das Radio scheint auch kaputt zu sein. Oh, da ist der Wolf, ja. Wie unpraktisch. For real? Oh, man. Gut. Aber an dieser Stelle mache ich eine Pause. Ist ein bisschen anstrengend gerade. Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach, Mann. Oh, das ist doch doof. Checkpoint ist immer noch das Kackwolf mit seinem Kackräder. Übrigens können wir den einen verscheuchen mit dem Feuer. Zumindest hat es jetzt einmal funktioniert. Ja,
Genau. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.